Was könnt ihr aus 3 Zutaten zaubern? Eine Snickers-Creme. Und das Rezept gibt es heute von uns für euch. Und dafür braucht ihr nur folgende Zutaten. 150 Gramm Snickers kalt, bitte vorher in den Kühlschrank oder in die Truhe legen. 40 Gramm Butter in Stücke und 40 Gramm Sahne. Kleiner Tipp von mir, ihr braucht jetzt ein scharfes Messer, denn eure Snickers-Riegel kommen aus dem Eisfach. Halbiert diese, gebt sie in den Mixtopf und lasst sie dann 10 Sekunden auf Stufe 8 zerkleinern. Kann ein bisschen laut werden, aber dann sind sie richtig pulverisiert. Dann könnt ihr Butter und Sahne zugeben und das Ganze 5 Minuten bei 40 Grad und Stufe 2 erwärmen lassen. Einfach nur lecker, diese Snickers-Creme, und vor allem super schnell zubereitet. Ihr könnt übrigens dafür auch Bounty nehmen, Mars oder Schokobons. Da sind eurer Kreativität überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Das Ganze auf einem leckeren Graubrot oder Weißbrot, oder ihr könnt es einfach auch nur so löffeln. Lasst es euch schmecken.